Jausen Leute, euer Ree hier. Heute wieder Flohmarkt Styles und ein bisschen Gameplay später. Ja, leider. Die Hure des Teufels. Es regnet. Egal. Es sind wieder einige Flohmärkte hier. Und es ist auch ein Viertelflohmarkt. Also in einem Stadtviertel im Hinterhof. Und da fahre ich jetzt hin. Da wollte ich eigentlich gar nicht hinfahren. Aber wenn ich mir den Regen hier so anschaue, dann denke ich mir, vielleicht ist das sogar echt die... Also es ist sowieso eine super Sache, so Hinterhof-Flohmärkte. Bla 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 bla. Aber da fahren wir jetzt einfach hin und schauen, was so abgeht. Euer Ree. Jausen Leute, back again vom ersten gefundenen Flohmarkt. Ja, ich war schon bei zwei anderen, wurden wohl wetterbedingt abgesagt. Leider, der eine war sogar ein Hinterhof-Flohmarkt in einem Stadtviertel. Da wäre sicher was Cooles gegangen. Aber absolut keinen einzigen Stand. Ich bin durch ein paar Straßen gefahren, nichts. Ja, dieser Flohmarkt hier hatte da drüben ein Dach. Deswegen der ein oder andere Verkäufer war da. Also war jetzt nicht der größte, aber immer noch ganz cool. So, dann wurde ich auch dort gleich fündig. Und zwar bei einem Stand. Jetzt muss ich nur gucken, weil ich habe mir notiert, was ich bezahlt habe. Weil das macht Sinn. Dann kann man sich das alles besser merken. Und zwar, genau, habe ich dann bei einem Stand bei einer Dame Shadow Hearts gefunden. Ist auch komplett. Schaue ich mir kurz mal die Disc an. Ja, die Disc ist okay. Disc sieht gut aus. Und da wurden meine Augen groß. Aber ich wurde wieder enttäuscht. Mortal Kombat. Deadly Alliance. Aber die Frau hat dann gleich gesagt, das Spiel ist nicht drin. Ich so, nein. Wieso? Schon wieder. Dafür die zwei. SpongeBob. Revenge of the Flying Dutchman. Aber die Anleitung ist noch drin. Und Shaolin. So. Ich hatte das Spiel schon gekauft, bevor ich das hier gesehen habe, weil das war extra bei einem 18er Haufen, den ich nicht gleich entdeckt habe. Und dafür wollte sie erst 1,50 Euro. Und so gierig wie ich bin, habe ich sie auf 1 Euro runtergehandelt. Und dann habe ich nämlich mir gedacht, so, okay, als ich das hier gesehen habe, so, das gibt sie mir auch für einen Euro. Ich fasse es nicht. Und dann war leider, wie gesagt, naja, egal. Die zwei Dinge hier für zwei, jetzt muss ich doch, 2 Euro? 2 Euro. Das blöde Handy geht immer aus, wo ich mir notiert habe. Ne, 2 Euro, Leute. Und vielleicht finde ich das ja mal lose, man weiß ja nie. Und dann habe ich zumindest schon mal die Hülle und die Anleitung. Also, 2 Euro. So, nächster Stand. Und zwar die zwei Dinge hier. Season 1 von The Fresh Prince. Ah! Geil, oder? Hier, eingeschweißt. Nagelneu. Wurde noch nie geöffnet. Die erste Season. Sau cool. Und diese Pencam habe ich gefunden. Und zwar ist das eine Digitalkamera, ein Digital Camcorder. Und eine PC-Kamera. Aber ich dachte mir, das Ding ist schön klein. Vielleicht kann ich das ja mal einsetzen für Flohmarkt-Videos, um endlich Verhandlungsgespräche aufzuzeichnen. Ja, ich habe erst gefragt, was sie dafür will. Dann hat sie gesagt, 3 Euro. Und dann meinte sie so, ist das nicht zu billig? Dann meinte ich so, nö, 3 Euro ist fair. Ja, aber 4 Euro, dann kann ich meinem Enkel eine Jacke kaufen. Ich so, okay. Ich so, ja, komm, geben Sie es mir für 4. Und dann habe ich gefragt, was möchten Sie denn noch dafür? Und dann hat sie gemeint, was sagte sie? Genau, dann wollte sie 10 haben. Entschuldigung.
Und dann habe ich wieder gefuchst und gefragt, Mama, können wir 10 für alles machen? Meinte sie, nee, 12. Dann sagte ich, 11. Dann sagt sie, okay. Also, ein Sealed Fresh Prince von Bel Air und eine Pencam, die hoffentlich was taugt, für 11 Euro. Aber man sieht hier, der Neupreis war 57,95. Also ich gehe mal davon aus, dass das Ding einigermaßen was kann. Ja. So Leute, dann suchen wir uns noch einen Flohmarkt, würde ich sagen. Let's go! Jo, Leute, back again. Und zwar war ich eben, also eben gerade bei dem Flohmarkt, der ist hier vor mir, bei dem ich mal die SNES für 10 Euro gefunden habe bei Regen. Und heute ist auch wieder Regen, aber bis auf 2 DS-Spiele, Hannah Montana und Mach mir ein Baby oder wie auch immer das Spiel hieß, keine Ahnung, war leider nichts zu finden. Das, hier sind ja nur, wenn es hochkommt, 8-9 Stände. Aber egal, ich war jetzt zuvor bei einem Flohmarkt, und zwar war das ein Hinterhof-Flohmarkt wieder. Also die Leute haben aus ihren Garagen verkauft, war jetzt nicht so viel los, aber ich wurde trotzdem fündig. Und zwar bei einer Frau, die hatte DS-Spiele etc. etc. Und die Kamera steht auch auf dem einen Spiel, deswegen muss kurz mal hier... Hier, Fresh Prince, du kommst jetzt als Kamera. Wunderbar. Sie hatte 2 Dinge, beziehungsweise ein Ding. Und zwar The Legend of Kay für den DS. Und einen DS Lite. In recht gutem Zustand. Also, ne? Hier ein paar Kratzerchen, aber wenn das Ding an ist, dann sieht man es nicht. Allerdings ohne Ladekabel. Und das Ding ist auch, den hatte sie nicht mal dabei. Sondern ich habe gefragt, ob sie noch zu Hause was hat. Und dann meinte sie so, ja, den ganz alten Gameboy habe ich noch. Und dann dachte ich, oh, ganz alter Gameboy, ne, ihr wisst Bescheid, den eckigen. Und dann kam sie aber mit dem Light zurück. Und dann habe ich gemeint, okay, habe ich eigentlich schon. Aber ich kenne jemanden, der einen will. So. Ja, was wollen sie denn dafür, habe ich gefragt. Und ich so, ja, ich weiß nicht und so. Und was haben wir dann gesagt? Also den anderen Gameboy, da hätte ich sie auf 5 gehabt dafür. Sie wollte 15, ich hätte sie auf 5 gehabt. Aber dann kam sie mit dem. Und auch mit dem Ladekabel. Und mit dem Ladekabel wollte sie 15 Euro. Dann waren wir uns eigentlich schon einig. So, das Ding, das, der Light für 15 Euro mit Ladekabel ist ein super Deal. Und dann ist ihr eingefallen, sie hat noch einen daheim und braucht das Ladekabel selbst. Da habe ich gemeint, okay, gute Frau, dann für 5 Euro würde ich es mitnehmen, weil muss man ja noch ein Ladekabel besorgen und so. Ja, da hat sie gesagt, okay. Und zusammen mit dem Kay für 8. Also Kay für den DS und ein DS Lite ohne Ladekabel zusammen für 8 Euro. Bam. Und ja, also den kriegt übrigens der Maniac für seine Tochter. Hat er mich gestern gefragt, ob ich mich mal nach einem umschauen kann. Und ich sage, ja klar, das kann ein bisschen dauern, da einen im guten Deal zu finden. Und so schnell geht's. So, dann war ich bei einem anderen Kollegen. Und auch bei ihm war nichts zu sehen von Spielen. Aber den habe ich auch gefragt. Wie sieht's aus? Hast du was im Keller? Nintendo etc. etc. Meinte er, nein, aber Xbox 360 Spiele. Sorry, Herr Urbanek. Kann jetzt nicht rangehen, weil ich das Video mache hier, ne? Und ja, auf jeden Fall kam er mit einem Pack Spiele zurück und wollte, weil das sind alles Spiele, die von der Fassung her nicht mehr so einfach zu finden sind, bis auf eins, hat er gemeint 15 pro Spiel. Ich gemeint, alles klar, dann zeig erstmal her. Da hätten wir einmal Dead Island. Ja? Gears of War 2. Jetzt fehlt mir, glaube ich, nur noch ein Teil, dann habe ich alle.
und Left 4 Dead und Left 4 Dead 2. So, nach meiner Rechnung wollte er 60 Euro. Dann habe ich ein bisschen geschaut, weil das, also das Gears of War habe ich schon mal dann für 5 Euro auf Amazon gefunden. Auch hier die Fassung gibt es scheinbar. Den Rest nicht. Dann wollte er erst, dann hat er 30 gesagt. Da habe ich mit ihm noch ein bisschen gehandelt. Ich so, ja, pff. Ja, sind jetzt nicht unbedingt, weil, ja, Nintendo-Spiele, auf die ich eigentlich am meisten aus bin und bla. Aber würden mir trotzdem fehlen. Und nach ein bisschen hin und her haben wir uns auf... Dann hat er 25 gesagt und dann war ich immer noch so... Also dann, beziehungsweise Moment, das Dead Island habe ich schon wieder rausgelegt gehabt. Und dann hat er mir für die 3 25 geboten, dann sind wir noch auf 20 runter. Dann habe ich ihn gefragt, so, ey, komm Kollege, schmeiß mir noch was drauf. Es regnet und hier sind sonst keine Menschen, also viel verkaufen wirst du nicht heute. Dann hat er kurz geguckt und dann habe ich auf das Dead Island gezeigt. Ich so, ja, das wäre natürlich mein Favorite. Da meinte er, ey, weißt du was, komm, für 20 Euro nimmst du die mit. Vielen Dank, der Herr. Also, super Deal. Fünfer pro Spiel, kann man sagen. Und das sind Exclusive Titles, bis auf das Dead Island. Super, super Deal. Kann man nichts sagen. Ja. Also von 60 auf 20 runter. Super. Ja, das war's, Leute, für heute. Ich habe nur noch 7 Euro einstecken. Da wird nicht mehr viel gehen. Obwohl. Nein, aber Spaß. Ja, jetzt gehen wir eine Runde zocken, würde ich sagen. Und ich muss das Spiel zocken, was ihr euch ausgesucht habt. Ja, ja. Aber das kommt irgendwann zurück. Macht euch keine Sorgen. Bis gleich, euer Ree. Josen Leute, euer Ree hier, wieder back vom Flohmarkt und ja, wie versprochen noch ein bisschen Gameplay. Ich habe da ein besonderes Spiel am Start und denn einige von euch haben sich das gewünscht. Und ja, aber bevor wir dazu kommen, zeige ich euch noch zwei Dinge. Ich war gestern auf dem Nachtflohmarkt und ich habe ein Goodie-Paket vom Herrn Marc Steinbrecher bekommen. Der meinte, ey, ich schick dir einfach mal ein paar Sachen. Nichts Krasses, aber ich so, ey, komm, aber dann im Gegenzug schicke ich dir ein Shirt von mir. Also der hat jetzt zu Hause schön ein Replace-Shirt am Schrank hängen, wo seine ganzen Games sind. Könnt ihr hier sehen. Sehr cool. Ja, ich fange gleich mal an. Also geschickt hat er mir unter anderem für den PC Director's Cut Edition von Assassin's Creed. Sehr cool mit der Box. Bin leider kein riesen PC-Zocker. Also ich habe den PC hauptsächlich fürs Internet und um Videos zu schneiden. Aber ist trotzdem cool, das in der Collection zu haben. Ja, und schauen wir mal, vielleicht tauscht jemand oder so. Ich denke, da ist er mir nicht böse. Aber trotzdem, vielen Dank. Sehr cool, Marc. Dann hat er mir noch einen custom gemoddeten Maiden Gamecube Controller geschickt. Und zwar, mit dem zocke ich das hier jetzt auch gleich. Wie geil ist das, bitte? Ja, wie soll ich das sagen? Das ist so ein... Es ist steinig. Es ist auch sehr, sehr rau, aber es fühlt sich sehr gut an. In der Hand, also es tut nicht weh oder so. Und ja, sehr cool. Hat auch nicht jeder. Hast du gut gemacht, Marc. So, dann hat er mir noch unter anderem geschickt diese coole Tüte mit Bowser samt Inhalt. Und da wäre ein alter Joypad. Und den Anschluss nach, schätze ich mal, kann man den... Also es ist ein alter PC
Gamepad, aber sieht das auch, keine Ahnung, für, kann man das vielleicht auch für den Mega Drive nehmen? Keine Ahnung. Sau cool, vielen Dank. So, dann hat er mir für die Dreamcast UEFA Striker geschickt. Mit Live-Kommentar von Dieter Niklas, DSF-Fußballexperte. Ja, da haben wir den Herrn Bierhoff, den Herrn Effenberg und den Herrn, keine Ahnung wie er heißt, für die Dreamcast. Alles drin, komplett. Danke. UEFA Striker, meine Damen und Herren. Dann ein Spiel, was ich schon habe. Trotzdem danke dafür. God of War, Chains of Olympus für die PSP. Ich habe das auch schon gespielt und Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Jeder, der eine PSP daheim hat, besorgt euch God of War. Geiles Spiel einfach auf den Konsolen wie auf der PSP. Hammer für unterwegs, Hammer. Dann hat er mir ein Super Nintendo Spiel mitgeschickt und zwar Super Bases Loaded. Das ist ein Baseballspiel. Ja. Und ich habe mich allerdings sehr cool von ihm, weil ich habe mir ich habe mich entschieden, also Nintendo und ja alles was mit Nintendo zu tun hat, einfach, also vor allem Super Nintendo und N64, das egal was da reinkommt, das wird behalten, das bleibt hier und das werde ich sammeln. Ja, so, dann haben wir noch ein Skylander. Ist da der Name von dem Kollegen drauf? Leider nicht. Ich kenne mich ehrlich gesagt auch nicht so gut aus mit den Skylander-Figuren. Aber Figuren zu haben ist immer cool. Und der sieht auch cool aus. Der wird schön neben Mario und Luigi Platz nehmen. Vielen Dank. Dann hat er mir noch so ein Yoshi-Ei geschickt. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ob das wohl selbst gemacht ist? Oder hast du ein Ei gelegt, Marc? Und hast es mir geschickt? So, dann hat er mir noch... Es ist eine Demo für einen PC. Weil hier steht Windows 95, 98. Shogun. Sagt mir absolut gar nichts. Und, ihm sagt es leider auch nichts. Er dachte nur so, ey Reed, du stehst doch auf so japanesische Sachen. Ich schick dir das einfach mal mit. Danke. So, und zu guter Letzt ein Sealed Soul Calibur 3. Soul Calibur 3. Für die PS2. Sealed. Schau. Oh, Sealed. Super geil. Marc, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, mein Shirt war das wert. Also, vielen Dank und wie gesagt, sau cool. Sau cool. Vielen Dank, Marc. So, jetzt noch zu den zur Nachtflohmarkt-Geschichte. Da öffne ich gerade mal meine Preisliste, weil das konnte ich mir nicht alles merken. Und zwar. Das machen wir zum Schluss. Ne, das war das teuerste. Fangen wir damit an. Und zwar für die PS4 The Evil Within. Hab's schon auf der PS3 gezockt und hab's durchgespielt und ich fand's geil. Ich fand's geil, selbst mit den Balken oben und unten. Mit den Letterbox-Balken, die viele kritisiert haben. Am Anfang hat's mich auch gestört, aber hab mich gewöhnt und irgendwann habe ich es gar nicht mehr gemerkt. Also, ich fand's cool. Und das Lustige war, der Kollege wollte 40 Euro dafür auf dem Flohmarkt. 40 Euro. Da habe ich nicht lang rumgemacht, habe schnell Amazon hier, Kollege hier, schau, für 20 Euro ist es auf Amazon. Und habe ich noch auf 15 runtergehandelt. 10 wäre für mich der Schnapper gewesen, aber da ich das Spiel so geil finde, also wirklich, ich finde es geil, und es wirklich nochmal auf der PS4 zocken will, habe ich gesagt, ey, für 15 Euro lasse ich mich nicht lumpen und nehme das mit. So, dann apropos God of War für die PS3, God of War 3. Oder? Ja, God of War 3. Leider in der Essentials Box, aber
Was will man machen? Man kann nicht alles haben. Wollte zuerst 5 Euro und habe sie auf 3,50 Euro runtergehandelt. Also Leute. Leute, wenn ihr God of War nicht kennt, anfangen es zu zocken. Hammer. Mehr kann man nicht sagen. God of War auf der PS2 hat damals die PS2 nochmal richtig gegeben und gezeigt, was sie kann. Und wir waren alle bös geflasht. So, dann habe ich noch ein paar Filme mitgenommen. Ein Sealed Terminator 2 Blu-ray. Und das ist die Version, die Edition mit 3 Filmfassungen. Sehr, sehr geil. Jetzt, wo auch der neue Terminator bald rauskommt, demnächst, dieses Jahr, wie auch immer. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Terminator wollte die Dame... wo haben wir die? Ah nein, das habe ich zusammen gekauft mit Resident Evil Degeneration. Auch auf Blu-ray. Und die wollte erst 10 haben, also 5 und habe sie auf 6 runtergehandelt. Also 6 Euro für ein Sealed Terminator 2 und ein Resident Evil Degeneration. Sehr cool, 6 Euro. Unschlagbar. Dann noch Toy Story und Toy Story 2. Und ich habe weder noch gesehen. Und vor allem, die Leute schwören auf den ersten Teil. Der soll ja so geil sein. Und habe ich die gesehen und die wollte erst 15 Euro dafür. Die wollte erst 15 Euro dafür. Und ja, der Freund saß nebendran und meinte coolerweise, ja, gib's ihm für 6 mit. Gib's ihm für 6 mit. Und dann habe ich gesagt so, ja, da kannst du auch 5 machen, oder? Und meinte sie, ja okay, nimm's für 5 mit. Also, auf Blu-ray Toy Story 2. Wenn ihr die gesehen habt, könnt ihr mir ja sagen, der oder beide cool oder wie auch oder nicht cool. Aber ich dachte für einen Zehner. Nein, für 5 Euro. Entschuldigung, für 5 Euro kann man nichts falsch machen. Ja, Leute, jetzt geht's los mit dem Spiel. Vielen Dank, ihr Schweine. Aber ein echter Mann spielt halt mal Barbie, Magic, Pegasus. Ja, dann lassen wir uns doch, lassen wir gleich reinhüpfen. Das Ganze läuft über den Game Boy Player auf der GameCube. Und ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Vielleicht werden wir ja überrascht und es ist ein ganz gutes Spiel. Ich habe einen rot-lilan Rahmen gewählt, da das Spiel auch so rötlich-lila daherkommt. Ne? Denn schon, denn schon. So, dann geht's los. Barbie, geheimnisvolle und der geheimnisvolle Pegasus. Start drücken. So, neues Spiel, Passwort Geschicklichkeit. Machen wir einfach... erstmal neues Spiel. Einfacher Modus. Pff. Hardcore. Normaler Modus, meine Freunde. So, da geht's schon los. Hallo, Annika. Hallo, Schwesterchen. Alles in Ordnung? Überraschung. Oh Gott. Herzlichen Glückwunsch, Annika. Oh, vielen Dank. Ich hatte noch nie eine. Eine was? Überraschend. Alle sind versteinert worden. Und das Lachen kenne ich. Was? Magislaus? Wir müssen den Lichtstab finden. Seine Magie kann Steine schmelzen und alle Statuen wieder in Menschen verwandeln. Also so wie ich es verstanden habe, müssen wir mit Barbie... den Magic Stick finden. Gefällt mir. Shit. Okay. Oh, so. Sie kann hüpfen. Spiel ich das jetzt mit dem Analogstick lieber oder mit dem Steuerkreuz? Ja, machen wir mal klassisches Steuerkreuz. Kann man,
Wähle ein Kostüm. Nein. Halt, zurück. Kann man irgendwas... Ah! Komm schon! So, jetzt gehen wir einfach mal. Kann man rennen? Kann man... Hallo? Oh, es ist der Magic Stick schon. Das ist der Lichtstab. Jetzt kann ich die Statuen wieder in Menschen verwandeln. B-Knopf drücken, um den Zauberstab zu benutzen. Sorry, den Lichtstab. Hex, Hex! Ist das Luigi? Sieht aus wie Luigi? Okay. Kann ich auch nichts dafür, dass er nie eine Freundin hatte. Hex, Hex! Okay. Hapsi, hapsi, hapsi. Hapsi, hapsi, hapsi. Sorry, kein Bild für dich heute. Oh nein! So, die Kinder. Ja. Das ist spannend. Und den Hund. Oder den Knut. Oder ist das ein Panda? Egal. Ah, laufen wir mal darüber. Warum kann man nicht rennen? Rennen, verdammt. Okay. Reden kann man auch nicht mit denen, oder was? Sagen nicht mal Danke. Wurde versteinert. Jetzt bin ich wieder cool. Oh. He-Man. Hallo Schönheit. Ich habe alle in Stein verwandelt. Damit du etwas für mich tust. Was denn? Heirate mich. Oh mein Gott, was spiele ich hier, Mann? Okay. Niemals! Dann werden diese Menschen für immer versteinert bleiben. Oder soll ich ihm einen österreichischen Akzent geben? Das ist vielleicht ganz lustig. Ich versuch's mal. Also erstmal sie, ne? Hast du nicht vergessen? Ich habe den Lichtstab. Ich habe schon alle befreit. Dummchen. Ne, warte mal. Du hast zwar alle befreit hier im Raum. Ne, du hast zwar alle hier im Raum befreit, aber es gibt noch viele mehr. Okay, mein österreichische Scheiße. So, weiter geht's. Du wirst mich heiraten. Und dann hat er noch irgendwas gesagt, aber das habe ich jetzt aus Versehen verpasst. Irgendwas mit der Welt. Ach, sei nicht so traurig, du bist doch nicht allein. Deine Schwester wird bei dir sein. Mhm. Halt! Halt Britta da raus! Oh, der sieht irgendwie cool aus mit seinem Stab da. Oh, Bitch Slap! Bitch Slap! Und jetzt bist du ein Pegasus, ne? Ah, jetzt kommt mir der Sache schon ein bisschen näher. Es tut mir so leid, Schwesterchen. Keine Sorge. Ich hab den Lichtstab. Ich verwandle dich zurück. Warte, Annika. Zusammen schaffen wir das. Wenn ich ein Pegasus bleibe, kann ich dir helfen. Ich kann dich überall hinfliegen. Auf geht's. Aber ich werde halt viel kacken unterwegs. Oh Gott. Hui, hui. Ja, ja. Du hast alle Leute aus dem Thronsaal der Wolkenkönigin befreit. Aber es befinden sich noch weitere im übrigen Wolkenpalast. Es kann eine Weile dauern, aber wir werden alle finden. Und vom Magislaus... Was ist das für ein Name, Mann? Magislaus bösem Zauber befreien. Magislaus! Alter. Ja, dann... befreien wir mal ein paar Leute. Okay. Weiter geht's im Text. So, drei Herzen haben wir da oben. Oh, ein Vogel. Hey, hey. Nein! Jetzt haben wir nur noch... Okay, und kann ich den plätten? Oh. Schön. Ja, also grafisch und so ist es schon mal nicht schlecht für den Advance. Muss man dem Spiel lassen. So hinten, wenn man jetzt an dem Fenster vorbeigeht, das sieht schon ganz nett aus. Ne? Oh, das ist ein Stein. Mensch.
Sehr gut. Kann man nicht mit denen reden, Mensch? Nein. Nein. So. Ah. Ey, Mich, wieso kann ich nicht rennen? Und wo zum Teufel ist das Pferd? Wo ist die Stute, hä? Geil. Hey, Vogel. Ja. Oh, ah. Ah. Hey, du Wichser. Wie zum Teufel? Hä? Das Ding ist, ich kann mich nicht bücken. Also sie kann sich nicht bücken. Sie kann nicht rennen, sie sich nicht bücken, sie kann bestimmt immer kochen. Deswegen kann ich den Penner da unten jetzt auch nicht wirklich angreifen und tot bin ich auch gleich, weil ich nur noch ein Herz hab. Wow, wow. Okay, aber den Vogel kann ich ins Jenseits schicken. Ciao. Schade, dass er nicht explodiert oder irgendwas. Okay, ein Steinmensch. Ah, unten links sieht man wohl, wie viele Steinmenschen in dem Level sind. Wie zum Teufel soll ich den jetzt angreifen? Nein, nein, bleib hier! Vielleicht soll ich den auch gar nicht angreifen, sondern drüber springen. So. Ach, weiter geht's. Oh nein! Oh. Wunderschön abwechslungsreiches Level-Design. Oh. Was ist das? Das ist das Flugjuwel. Mit der Zauberkraft kann ich hoch hinauffliegen. Zauberkräfte mit der R-Taste wechseln. Okay. Oh. Ah. Yeah. Nicht mehr Stein, Bitch. Ah, das ist schon wieder Mario, die Luigi. Transen-Luigi. So. Yeah. Oder? Leute, was zum Teufel spiele ich hier, bitte? Mein Gott, ist das spannend. Ja, bitteschön. Wow! Oder soll ich mich töten lassen, dann ist die Scheiße endlich vorbei. Komm, noch vier. Noch vier. Wieso sind da überhaupt Blöcke? Was? Als würden die mich jetzt... Oh, noch ein Luigi. Oh mein Gott. Oh nein! Ah, okay, aber ich kann einfach weitermachen. Hab meine Kräfte noch. Gott sei Dank. Oh Gott, ich... Ach, scheiß auf den Vogel. Der sitzt da einfach, ich kann einfach drunter laufen. Warum zum Teufel ist der dann überhaupt da? Wenn er mich nicht mal angreift. Okay. Okay, da oben ist einer. Yeah. Lauf doch endlich. Oh, ein Herz für... Ja toll, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. So, einer noch. Oh,
Und dann kommen wir hoffentlich ins nächste Level und kriegen eine Pumpgun oder sowas. Oder können das scheiß Pferd reiten. Oh. Oh, ein fliegendes Tier, ein Rabe. Nein! Zum Teufel ist der letzte. Da etwa? Nee, darauf wollen die anderen. Boah, das ist zu spannend einfach. Ich kann es mir gar trotzdem nicht vorstellen, ein 5-6-jähriges Mädchen. Danke, Mami. Ich hab ein Barbie-Vieh. Wann's gekauft? Oh Gott. Komm, geh doch darüber, du. Oh. Nee. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Und wieso zum Teufel kann die nicht rennen? Achso, oh. Ist ja eine Prinzessin, ne? Die hat ihr. Die musste ja in ihrem Leben nicht mal laufen. Wahrscheinlich überall rumgetragen wurde. Sonst sind wir eh gleich wieder platt. Mein Gott, mein Gott. Aha, aha. Wo ist der letzte? Oh, tot. Nein, ich hab noch ein Leben gekriegt. Es ist Samstag, Freunde. Ich hab die ganze Woche hart gearbeitet. Und das tut ihr mir an, ja? Super. Oh, oh, nein. Wenn das jetzt Mario wäre, dann hätten wir den von oben... Ihr wisst schon. Gott, und die Musik ist auch so gut in dem Spiel. Oh nein, da ist ein Herz. Ich finde diese letzte Figur einfach nicht. Oh nein! Wo ist... Ah, da ist er doch. Der kleine... Ja, ja! Passwort. Hässlicher, schwarzhaariger. Pegafoot. Bubsy und Shrek Orc. Habt ihr euch das gemerkt? Ich nicht. Oh nein, was... Oh nein. Was ist das jetzt? Das gleiche Level? Also das gleiche... Wie lange jetzt schon? 25 Minuten. Ja, Leute. Ich muss noch ein paar VHS-Kassetten in die Bibliothek bringen. Ciao. Euer Ree. Thank you.